Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Wir wollen uns heute das Gearing über Delphs anschauen oder auf Deutsch Tiefen und ja, da können wir relativ gutes Gear rausziehen, bis zu 616er Gear über den Vault und wie das alles funktioniert, wollen wir jetzt uns mal zusammen anschauen. Als allererstes sei gesagt, dass ihr die verschiedenen Tiefen auf der Map sehen könnt und ihr seht auch, welche von den Tiefen großzügige sind. Ihr seht das quasi dadurch, dass ihr, jetzt gehen wir da mal einen Ticken weg, sonst sieht man es nämlich nicht so auf der Map, wenn ich da drauf bin, dass die so leuchten. Ne? Also die Delph-Tore, die quasi so rot leuchten, sind die großzügigen Tiefen und bei diesen großzügigen Tiefen könnt ihr die restaurierten Kastenschlüssel bekommen. Beziehungsweise nicht bekommen, die könnt ihr dort einsetzen. Wo ihr die bekommt, werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Jetzt ist es so, dass ihr, umso höher ihr diese Delphs lauft, umso besseres Gear kriegt. Die könnt ihr prinzipiell so oft laufen, wie ihr wollt. Und ja, das ist halt hier angefangen. Von 1 kriegt ihr 5,48. Ein 4er ist jetzt 5,54 und ein 8er, was quasi das höchste vom Gear her ist, geht hier auch auf 5,54 quasi. Ne? Also, wenn ihr jetzt guckt, hier geht es auch tatsächlich nicht höher. Und was für uns aber relevant ist, ist einmal der großzügige Kasten. Und bei dem ist es so, dass der bis 603 hochgeht. Auf einem 9er ist es auch ebenfalls 603, ne? Und auf einem 7er ist es 597. Heißt, das, was am meisten Item-Level bringt, ist quasi Stufe 8er Delph und die wollt ihr halt dementsprechend auch laufen. Dafür, um den hier aufmachen zu können, diesen großzügigen Kasten, braucht ihr aber diese Schlüssel. Und diese Schlüssel sind einmal hier drin, restaurierter Kastenschlüssel. Davon habt ihr bestimmt schon die ein oder anderen bekommen. Ihr habt da mehrere Wege. In der Woche könnt ihr 4 über ganz normale Kisten bekommen. Und zwar sind es Eventkisten wie zum Beispiel das Theater-Event, wie hier das Event, was ihr habt mit diesem Erweckung der Maschinen. Das ist eins. Dann gibt es die Weekly-Kiste hier in Dawn, wenn ihr quasi, ja, eure Weekly-Quest auswählt, wo ihr vielleicht World-Quest machen müsst oder andere Aktivitäten. Ich meine, es gab auch einen Schlüssel in Ashkahed bei der Weekly, in der Kiste, wo man dann auch in Ashkahed quasi Aktivitäten erfüllen muss. Und hier oben gab es, glaube ich, auch eine Weekly-Quest bei Verbreitung des Lichts, da kann man die auch rauskriegen. Wie gesagt, davon gibt es aber insgesamt nur 4 in der Woche. Wenn ihr mehr Kisten aufmacht, sind die dann halt nicht mehr drin. Zusätzlich gibt es auch World-Quests, die ihr ab und an quasi auf der Map seht, wo ihr dementsprechend vorher 3 normale World-Quests abschließen müsst. Dann könnt ihr diese World-Quest freischalten, ihr habt vorher ein Schloss dabei. Und wenn ihr die abschließt, kriegt ihr dann halt auch eine Kiste. Da kann theoretisch auch so ein Schlüssel drin sein. Zusätzlich kriegt ihr dann über verschiedene Aktivitäten auch noch diese Kastenschlüsselsplitter. Wenn ihr davon 100 zusammengesammelt habt, dann könnt ihr die quasi kombinieren. Das können wir jetzt hier mal machen. Und dann erstellen wir einen so einen Schlüssel. Jetzt habe ich hier nicht mehr 3, sondern 4 Stück. Und mit diesen Schlüsseln bewaffnet, können wir jetzt in das Delph reingehen. Und am Ende, wenn wir das dann auf der jeweiligen Schwierigkeitsstufe schaffen, ist zusätzlich so eine Kiste und wir können bei jeder Kiste einen Schlüssel verwenden. Da ist dann immer ein 603er Item drin und damit könnt ihr euch ganz gut eigentlich schon mal hochgehen. Es ist so, wenn ihr einen Haufen Schlüssel habt, ich habe mir die jetzt am Anfang von der Preseason gespart, ich bin jetzt in die erste Woche hier mit knapp 20 Schlüsseln reingegangen und ihr könnt aber nicht am Tag alle 20 Schlüssel, wenn ihr jetzt ebenfalls gespart habt, die verwenden, sondern es sind nur jeden Tag 4 quasi Tiefen großzügig, ne? Und dann müsst ihr auf den nächsten Tag warten, da sind dann wieder neue 4 großzügig. Also da haben wir auch einen Timer drauf, ihr seht, 5 Stunden 41 und das ist dann, denke ich mal, mit dem Daily Reset hängt es quasi zusammen, ne? Also ihr könnt theoretisch am ersten Tag von der ID 4 machen, am zweiten Tag 4, am dritten Tag 4. Also über eine ID könnt ihr so viele Schlüssel raushauen, dass ihr da eigentlich gut hinkommt. Was es zusätzlich noch gibt, in den Delphs können auch noch Karten droppen. Und zwar sind die relativ selten. Diese Karten kriegt ihr dann einfach am Ende ins Inventar. Die könnt ihr einsetzen und dann kriegt ihr als Belohnung am Ende noch zusätzlich ein 610er Item. Ich sag's euch mal so, ich ziehe aktuell durch die großzügigen Delphs meinen Twink mit. Und ich habe auf dem Druid, glaube ich, 20 Stück jetzt schon gemacht. Keine einzige Karte gekriegt. Auf diesem Twink hier, ich mache die erste Tiefe und er kriegt eine Karte und zieht hier das 610er Ding raus. Das ist halt eine Lachsache, ne?
Ich kenne Leute, die haben in einer Woche 3 Karten gekriegt. Ich habe jetzt mit dem Main hier keine einzige bekommen. Das ist halt eine reine Glückssache. Diese Karte müsst ihr einsetzen und in der nächsten Tiefe, wo ihr drin seid, bekommt ihr quasi dann euer Item raus. Das skaliert auch mit den Tiefen mit, ne? Also sowohl aus der Tiefe, wo es lootet, glaube ich auch, auch mit der Tiefe, wo ihr drin seid. Also ihr solltet dann halt auch die möglichst in der 8er looten und in der 8er einsetzen, dass ihr den 610er kriegt. Wenn ihr es in der niedrigeren bekommt oder in den niedrigen Lauf, dann kriegt ihr halt dementsprechend niedrigeres Gear. Das ist aber eine Glückssache. So, heißt, ihr könnt komplett 603er aus den Delves ziehen, wenn ihr genug Schlüssel euch farmt. Und die könnt ihr dann mit den ganz normalen Normalmarken auf 606 quasi upgraden, ne? Also, beziehungsweise ihr könnt die sogar noch weiter upgraden, wenn ihr die HC-Marken auch noch habt. Die kriegt ihr aber nicht in den Delves an sich, sondern die müsst ihr halt durch externe Quellen holen, wie zum Beispiel den HC-Raid oder dann, sobald Plus offen ist, dann im Plus, ne? Also, das sind die hier, ungeschnitztes Vorbotenwappen, die kriegt ihr aus dem HC-Content. Damit könnt ihr auch das Delve-Gear noch weiter upgraden. So, jetzt kommen wir vielleicht noch zu dem Teil mit dem 616er-Gear. Delves sind relativ stark, denn ihr seht, im Vault kriegen wir dann 616er Gear raus. Wenn ich jetzt hier, ich bin die Woche auch im 0 gelaufen, da gibt es quasi nur 603er Gear raus und ich war auch im HC-Raid und selbst aus dem HC-Raid kriegt ihr nur 610er Gear hier raus. Heißt, das Delve ist sowohl höher als M0, was klar ist, ja, aber es ist auch höher als der HC-Raid. Also das Höchste, was ihr in der ersten Woche in der Season machen könnt, sind eigentlich die 8er Delve, was euch den Vault-Loot bringt. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, solltet ihr da noch ein paar laufen. Übrigens, so als kleine Randinformation, wenn ihr einen Delve lauft, wo ihr diesen Kastenschlüssel einsetzt, ne, also so ein großzügiges, dann kriegt ihr am Ende auch immer ein strahlendes Echo raus. Und diese strahlenden Echos wiederum, die könnt ihr hier an diesen Spots einsetzen, Weltenseelenerinnerungen, die switchen auch täglich, habe ich gesehen. Und da kriegt ihr auch wieder, seht ihr, als Belohnung, Kastenschlüssel-Splitter. Also ihr kriegt darüber auch Splitter zurück. Heißt, ihr braucht zwar Schlüssel, um die großzügigen Delves mit dem Kiste zu holen, kriegt dann aber darüber diese Seele raus und die könnt ihr hier wiederum benutzen. Oder wie heißt die jetzt nochmal genau? Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Hier, strahlendes Echo, genau. Und das Ding heißt halt Weltenseelenerinnerung. Ich habe das einmal mit einem Twink gemacht. Ich habe da 25 zurückbekommen. Das ist aber, glaube ich, auch davon abhängig, wie viele Mobs ihr dann tötet. Da sind es, glaube ich, 5 Minuten, könnt ihr dann Gegner töten und dementsprechend, wie viel ihr umhaut, umso mehr von der Ressource kriegt ihr anscheinend. Also das ist dann auch nochmal eine Möglichkeit. Also das würde ich auf jeden Fall soweit empfehlen. Und ja, damit sei alles soweit gesagt. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr vielleicht ein paar von diesen Karten kriegt. Ich war, wie gesagt, nicht sonderlich lucky mit dem Main. Und ja, damit sind wir dann tatsächlich durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Chilla. Bis dahin. Ciao.